Drittes Kapitel. Es dauerte exakt 5 Sekunden, um aufzuwachen und festzustellen, dass ich nackt war. Also fast. Ich trug Slip und BH. Panisch blickte ich mich im Zimmer um und der nächste Gedanke, der durch mein Hirn schoss, war: Wo zum Teufel bin ich? Das Bett war breit und gemütlich. Ein Unterschied zu meinem schmalen Einzelbett im Wohnheim. Nicht so groß wie das King-Size-Bett, das ich daheim hatte. Aber da ich so selten dort war, erschien mir dieses Bett nun regelrecht riesig. Und gar nicht fremd, es roch gut, nach Seife und frisch gewaschenen Laken. Ich durchforstete mein Hirn nach Erinnerungen an den letzten Abend. Das war nicht allzu schwer, so betrunken, dass ich einen völligen Filmriss hatte, war ich nicht gewesen. Ich wusste noch sehr genau, dass Annie mich hatte sitzen lassen. Und ich erinnerte mich an Shaw. Shaw! Ach du Scheiße, Shaw! Er war tief in meinem Gedächtnis eingebrannt. Shaw, der angeboten hatte, mich nach Hause zu bringen. Hastig senkte ich die Lider. Ich hatte sein Angebot angenommen und war in seinen Wagen gestiegen, in den Wagen des aufregend gefährlichen Bikerboys. Ich öffnete die Augen wieder und riss die Decke hoch. Dann betrachtete ich mich auf der Suche nach Spuren von, nun ja, Sex. Meine Augen brannten. Plötzlich schnürte sich mir die Kehle zu. Meine letzte Erinnerung war, wie ich in seinem Auto gesessen hatte. Und, oh Gott, ich hatte seinen Hals geleckt. Was war danach geschehen? Mein Körper sah aus wie immer, leicht ausladende Hüften, die dafür sorgten, dass ich nicht wie ein 11-jähriger Junge wirkte. Wenig beeindruckende Brüste, zu blasse Haut, aber ohne irgendwelche verräterischen Zeichen. Trotzdem, das reichte mir nicht. Ich wand und drehte mich, um herauszufinden, ob ich irgendeinen Unterschied spürte, ob es etwas gab, das mir etwas über meine Aktivität der letzten Nacht verriet. Ich müsste es doch wissen, wenn ich Sex gehabt hatte. Oder? Tränen wollten sich über den Rand meiner Augenlider drängen, so wie ich mir vorstellte, dass ich vielleicht mit jemandem geschlafen hatte und nichts davon mitgekriegt hatte. Mein Gott, ich kam mir vor wie der Studiogast bei dem investigativen Nachrichtenmagazin 60 Minutes. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich sollte hier nicht sein. Mein Fluchtinstinkt war geweckt. Ich musste hier weg. Ich schaute mich um, suchte nach meinen Klamotten. Blanke Holzwände starrten mich an. Ich war in einem Einzimmer-Apartment, groß und luftig, trotz der dunklen Wände. Aus verschiedenen Fenstern im Küchenbereich strömte das Licht herein. Eine Doppelglastür links neben dem Bett erlaubte einen Blick auf die Welt nach draußen. Ich betrachtete den blauen Himmel und schneebedeckte Erde. Die Morgensonne glitzerte auf den kahlen, eisverkrusteten Ästen eines großen Baumes, der gleich vor dem Haus wuchs. Stille umgab mich. Nur das leise Summen der Heizung war zu hören. Ich fühlte mich wie der einzigste Mensch auf diesem Planeten. Zumindest der einzige Mensch in diesem Haus. Wo war Shaw? Entführte er schon das nächste Mädchen? Ein gepolsterter Sessel stand vor dem Kamin, in dem Holzstücke glühten und rot-goldenes Licht brannte. Meine Kleider hingen ordentlich über einem Stuhl. Ich wickelte mir die Bettdecke um und erhob mich. Durch die ruckartige Bewegung wurde mir schwindlig. Ich schwankte ein wenig und presste mir die Hand auf eine Gesichtshälfte, obwohl das auch nicht gegen das Pochen in meinen Schläfen half. Ab jetzt würde ich nie wieder etwas trinken, schwor ich mir. Nie, nie wieder. Na gut, das hatte ich mir schon öfter geschworen. Diesmal allerdings meinte ich es ernst. Ich huschte zu dem Sessel, wobei ich fast über die Decke gestolpert wäre. Verärgert schnappte ich sie mir und hängte sie über den Arm. Nachdem ich bei dem Möbelstück angekommen war, blickte ich mich vorsichtshalber um und ließ dann die Decke fallen. Ich griff mir meine Sachen und zog mich so schnell es ging an. Danach sank ich auf den Sessel und schlüpfte in meine Stiefel. Als ich nach dem zweiten griff, hörte ich Schritte. Ich erstarrte und plötzlich schlug mir das Herz bis zum Hals. Alles spielt sich nur noch in Zeitlupe ab, während die Schritte immer lauter wurden und immer näher kamen. Dahin war die außerirdische Ruhe. Die Tür ging auf und Shaw betrat den Raum, die Arme beladen mit ein paar Holzscheiten. Er entdeckte mich sofort und blieb auf der Stelle stehen. Ich schaute ihn an, unfähig, mich zu rühren, und kam mir vor wie ein Beutetier, das von seinem Jäger gestellt worden war. Und dann kickte er die Tür hinter sich zu und schritt durchs Zimmer. Ich widerstand der Versuchung, mich wegzuducken. Vor dem Kamin kauerte er sich hin und stellte fest: Du bist wach. Seelenruhig begann er, das Holz in eine Kiste neben dem Kamin zu stapeln.
Er blickte nicht zu mir herüber, während ich immer noch wie erstarrt dasaß und meinen Stiefel umklammert hielt. Ich befeuchtete meine Lippen und versuchte, etwas zu sagen, wobei ich das Spiel seiner Muskeln unter dem Thermoshirt beobachtete. Auf seinem Haar und seinen Schultern war ein Hauch von Schnee. Endlich hatte ich meine Stimme wiedergefunden. »Was hast du mit mir gemacht?« Er unterbrach seine Arbeit und sah mich an. Ich holte tief Luft. Alles, an was ich denken konnte, als ich ihn so im Morgenlicht betrachtete, war noch mehr, noch attraktiver, noch männlicher, noch strahlende Augen. Und die Tatsache, dass er offensichtlich sauer war, minderte seinen Eindruck nicht. Doch auf einmal hatte ich einen Knoten im Magen. Ich fand mich unter seinem intensiven Blick. »Ich habe nichts mit dir gemacht, außer deinen betrunkenen Hintern zu retten.« Mit einem Finger zeigte ich in die Richtung meiner Schlafstelle. »Ich bin in deinem Bett aufgewacht. Wenn das hier dein Haus ist.« Er nickte. »Ja.« »Hast du mich ausgezogen?« Er reckte das Kinn vor. »Ich konnte dich schlecht in nassen Klamotten schlafen lassen.« Er schaute mich fragend an. »Du erinnerst dich? Du bist hingefallen. In den Schnee?« »Ja, daran erinnerte ich mich. Und daran, dass ich seinen Hals geleckt hatte. Daran vor allem.« »Und wo hast du geschlafen?« Verwegen grinste er. »Was glaubst du?« Mein Gesicht brannte. Es brauchte nicht viel Fantasie, um sich das auszumalen. In dieser Hütte gab es kein anderes Zimmer. Er konzentrierte sich wieder auf das Holz und beantwortete seine Frage selbst. Er klang plötzlich etwas gelangweilt. Auf der Couch. Ich schnaubte verächtlich. »Ja, klar.« Endlich zog ich meine Stiefel an und stand auf. »Lass mich nur eins klarstellen. Du hast mich hierher gebracht, mich ausgezogen und hast dann auf der Couch geschlafen?« Er schüttelte nur den Kopf und richtete sich zu einer beeindruckenden Größe auf. »Du bist echt unglaublich. Denkst du wirklich, ich vergreife mich an einem bewusstlosen Mädchen?« Er musterte mich ausgiebig, und mir wurde bewusst, wie schrecklich ich aussehen musste. Mit meinen ungekämmten Haaren, den verknitterten Klamotten und dem verschmierten Make-up. Wahrscheinlich sah ich aus wie ein Waschbär, weil sich meine Wimperntusche verabschiedet hatte. »Süße, so unwiderstehlich bist du nicht.« Ich holte tief Luft. »Okay, vielleicht hatte ich ihn beleidigt, aber das hatte er gut pariert.« »Tut mir leid«, meinte ich, »aber es klang nicht so, als ob ich es ernst meinte.« »Entschuldigung, dass ich kurz in Panik geraten bin, weil ich halbnackt im Bett eines Fremden aufgewacht bin.« »Vielleicht solltest du dir in Zukunft Freunde aussuchen, die dich nicht sitzen lassen, wenn du betrunken bist, damit du am nächsten Morgen nicht halbnackt im Bett eines Fremden aufwachen musst. Nur ein Vorschlag.« »Was bist du denn für ein Arschloch? Was Besseres fiel mir nicht ein.« Er lächelte milde. »Ich habe schon schlimmere Beschimpfungen gehört.« »Das kann ich mir denken.« Ich raffte meine Jacke von der Couch, drehte mich um und marschierte zur Tür. »Wohin willst du?« rief er. »Nach Hause«, gab ich zurück, ohne mich umzudrehen. »Super, cool. Und wie willst du da hinkommen?« Ich riss die Tür auf, trat auf die Veranda und verharrte. Erst in diesem Moment wurde mir klar, dass ich ihm immer noch völlig ausgeliefert war. Vor mir erstreckte sich eine weiße Winterlandschaft. Die Hütte war knapp 50 Meter von einem zugefrorenen See entfernt. Weit weg, am anderen Ufer, erspähte ich ein paar Häuser und eine Blockhütte. Ich hörte seine Schritte hinter mir und wirbelte herum. »Wo zum Teufel sind wir hier?« Ungefähr eine halbe Stunde entfernt vom Campus. Wieder sah er mich mit diesem forschenden Blick an, der mich so wütend machte. »Ziemlich weiter Weg, was?« Er betrachtete meine Schuhe. »Und diese Stiefel sind nicht für lange Spaziergänge geeignet, Prinzessin. Vor allem nicht im Schnee.« Ich verkniff mir ein, »Ist das wahr?« Stattdessen stemmte ich die Hände in die Hüften. »Wieso bin ich überhaupt hier? Du solltest mich nach Hause bringen, ins Wohnheim.« Er lehnte sich in den Türrahmen. Die Kälte schien ihm nichts anzuhaben. Ein eisiger Wind wehte und presste das Thermoshirt eng an seinen Körper. Seine muskulöse Brust zeichnete sich ab. Ich konnte sogar seinen Waschbrettbauch durch den Stoff hindurch erkennen. »Was hätte ich denn anderes machen sollen? Du warst plötzlich ohnmächtig und ich habe dich nicht wachgekriegt. Auf deinem Führerschein steht eine Adresse in Connecticut. Das nützt mir also auch nichts. Und dein Handy? Passwortgeschützt.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust und funkelte ihn zornig an. Es ärgerte mich, dass er recht hatte. Es war alles allein meine Schuld, nicht seine. Natürlich war er arrogant und unhöflich,
Doch ich sollte mich lieber bei ihm bedanken und mich glücklich schätzen, dass ich nicht bei einem dieser Perversen gelandet war, die über eine bewusstlose Frau herfielen. Ich betrachtete ihn. Oh Mann, er war wirklich unfassbar sexy. Danke, murmelte ich. Er hielt eine Hand an sein Ohr, als hätte er mich nicht richtig verstanden. Wie war das? Habe ich da etwa etwas Nettes aus deinem Mund gehört? Kann doch nicht sein. Kochend vor Wut brachte ich etwas lauter ein zweites Danke hervor. Nachdem ich tief Luft geholt hatte, fügte ich in freundlicherem Ton hinzu. Es war wirklich sehr nett von dir, mir zu helfen. Es tut mir sehr leid, wenn du dadurch Unannehmlichkeiten hattest. Unannehmlichkeiten? Wiederholte er grinsend. Würdest du mich jetzt bitte nach Hause bringen? Kein Thema, ich lebe nur dafür, verwöhnte kleine Prinzessinnen aus Greenwich zur Hilfe zu eilen. Die Art, wie er mich anschaute, sagte alles. Er hatte keine allzu hohe Meinung von mir. Dieser Gedanke tat weh. Wie ärgerlich. Ich war es gewöhnt, dass Männer voll auf mich abfuhren, zumindest oberflächlich. Aber das genügte mir auch. Ich ließ niemanden an mich heran, an die wahre Emerson, hinter den fröhlichen Partygirl. Falls dieses Ich überhaupt jemanden interessierte. Die meisten Typen waren ja zufrieden damit, einfach mit mir rumzumachen, ohne Konsequenzen. Kannst du mir heute Morgen vielleicht mitteilen, wo du wohnst, Prinzessin? Denn dann könnte ich mich danach wieder meiner Arbeit widmen. Ob du glaubst oder nicht, ich habe nämlich zu tun. Alles in mir sträubte sich. Er dachte also, ich würde ein privilegiertes Leben führen. Ich wäre eine verwöhnte Prinzessin, die Jungs anmacht und ihren Hals leckt und dann wie eine blöde Bekloppte umfiel. Mein Gesicht brannte. So Unrecht hatte er damit nicht, außer der Tatsache, dass mein Leben nicht sonderlich privilegiert war. Doch das verriet ich ihm natürlich nicht. Wen interessierte es schon, was er über mich dachte? Sollte er doch denken, was er wollte. Dann los, ich will dich nicht von deinen wichtigen Aufgaben abhalten. Zum Beispiel das nächste Verbrechen zu planen mit deiner Biker-Gang. Erneut grinste er und ich stellte fest, dass ihm unser Schlagabtausch Spaß zu machen schien. Nachdem ich meine Panik überwunden hatte, merkte ich, dass ich daran ebenfalls Gefallen fand. Natürlich, und du darfst deinen Termin bei der Maniküre nicht versäumen. Ich wackelte mit dem Kopf. Der ist erst morgen. Sein Lächeln folgte mir, während ich mich umdrehte und von der Veranda marschierte. Der Wagen war nicht abgeschlossen. Warum auch? Hier draußen, mitten im Nirgendwo. Ich machte die Beifahrertür auf und setzte mich. Auch er stieg ein und startete den Wagen. Wir warteten einen Moment, bis es warm geworden war. Ich betrachtete den zugefrorenen See und dachte, wie friedlich es hier aussah. Einen Ort wie diesen hätte ich niemals für sein Zuhause gehalten. Es war so schön hier, wie eigenartig. Er war doch einer von diesen Bikern. Eine heruntergekommene Methhöhle hätte ich mir besser vorstellen können. Das ewige Klischee, ich weiß, aber er bedachte mich ja auch nur mit Klischees. Ich warf ihm einen Blick zu. Wohnst du schon lange hier? Die Hütte gehörte meinem Großvater. Er ist vor einem Jahr gestorben und hat sie mir hinterlassen. Rasch schaute ich wieder nach vorne und legte die Hände auf die Knie. Es war das erste Mal, dass wir uns ernsthaft unterhielten, und ich fühlte mich unwohl. Aber ich fühlte mich sowieso unwohl in seiner Gegenwart. Das ließ sich nicht verneinen, von Anfang an. Es tut mir leid, entschuldigte ich mich, weil es mir so vorkam, etwas sagen zu müssen. Die beiden hatten sich nahe gestanden, sonst hätte der alte Mann ihm sicher nicht seine Hütte vererbt. Das mit deinem Großvater, meine ich. Er schaltete in den Rückwärtsgang und fuhr los. Großvater war mit einem Freund angeln, kehrte heim, schmierte sich ein Sandwich, legte sich hin für ein Nickerchen und wachte nie mehr auf. Er war 89. So viel Glück sollten wir alle haben. Ich blinzelte, da mir seltsamerweise die Tränen kamen. Ich betrachtete Shaws Profil und fragte mich, wieso ich plötzlich so emotional war. Wahrscheinlich lag es daran, dass er so liebevoll von seinem Opa sprach, der ihm offensichtlich viel bedeutet hatte. Wie er umgekehrt sein Großvater. Ich wünschte, ich hätte auch so jemanden. Irgendjemanden. In meiner Familie gab es keinen, den es interessierte, ob ich lebte oder tot war. Es würde niemanden aus meiner Familie den Schlaf rauben, wenn mir etwas zustieße. Trotzdem, ich meine, das muss schwer sein, du vermisst ihn doch bestimmt. Shaw sah mich an, ganz ohne Spott, kein verwegenes Grinsen,
Er sah mich einfach nur an, als wäre er überrascht, dass ich etwas Nettes gesagt hatte. Ja, das stimmt, danke. Ich nickte und blickte wieder nach vorne. Wir fuhren in die Stadt, ohne uns weiter zu unterhalten. Ich steckte meine Hände unter die Oberschenkel und sprach erst wieder, so wie wir uns dem Campus näherten und ich ihm den Weg zu meinem Wohnheim erklären musste. Um diese recht frühe Uhrzeit an einem Samstag war auf dem Campus nicht allzu viel los und ich war froh darüber. Vor meinem Wohnheim stieg ich aus. Niemand in der Nähe, den ich kannte. Niemand, der sehen konnte, dass ich noch die Klamotten vom Vorabend trug. Umso besser. Denn das hätte garantiert nur zu Gerüchten geführt, dass ich gerade von einem One-Night-Stand nach Hause gebracht wurde. Die Hand schon am Türgriff blickte ich ihn noch einmal an. Vielen Dank für alles. Es war ein merkwürdiger Moment. Ich wollte unbedingt weg von ihm, aber ich wusste auch, dass ich ihn nie wiedersehen würde. Wir bewegten uns nicht in denselben Kreisen. Ich würde garantiert nie wieder ins Macy's gehen. Mir fiel auf, dass ich ihn immer noch anstarrte, viel länger als nötig war. Als wollte ich mir seine Gesichtszüge einprägen. Das war jemand, mit dem ich gerne zusammen sein würde. Gern geschehen. Er sah mir in die Augen. Halt dich vom Ärger fern. Ich musste grinsen. Welche Ironie. Ein Typ, den ich in einer Bikerbar kennengelernt hatte, sagte mir, ich sollte mich von Ärger fernhalten. Ich versuch's. Und du auch. Keine Kneipenschlägereien mehr. Seine Augen funkelten. Falls du keine mehr anfängst. Ich lachte kurz. Nein, ganz bestimmt nicht. Das passiert so schnell nicht wieder. Ciao, Emerson. Ich schlug die Tür zu und ging zum Eingang meines Wohnheims. Dabei konzentrierte ich mich darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen und das wohlige Gefühl zu ignorieren, das mir verriet, dass Shaw mich dabei beobachtete. Unser Apartment war leer. Keine große Überraschung, aber ich sah vorsichtshalber noch in beiden Räumen nach. Pepper hatte sich einen sensationellen Freund geschnappt. Seit die beiden zusammen waren, verbrachten sie die Nächte meistens bei ihm. Und Georgia hatte Harris. Das war kein so sensationeller Freund, wie ich fand, aber immerhin hatte sie jemanden. Jedenfalls war ich froh, dass die beiden nicht da waren und ich nicht erklären musste, wo ich die Nacht verbracht hatte. Ich liebte die beiden heiß und innig, aber sie machten sich immer zu viele Sorgen um mich. Nichts würden sie lieber sehen, als dass ich meine wilde Phase beendete und mir auch einen festen Freund zulegte. Ich schlüpfte aus meinen Klamotten und zog meinen Bademantel an. Dann schnappte ich mir meinen Kulturbeutel und lief über den Flur zu den Duschen. Von dem Gedanken, einen Freund zu haben, grauste es mir. Freunde wollten immer, dass man sie in sein Leben ließ, unter anderem. Und das kam einfach nicht in Frage. Ich verbrachte mindestens eine halbe Stunde unter der heißen Dusche, bevor ich meine Haare und Körper wusch. Die letzte Nacht ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und der Morgen. Ich war in Shaws Bett aufgewacht. Und obwohl er einen auf bösen Jungen gemacht hatte, hatte er mich in Ruhe gelassen und nicht versucht, die Situation auszunutzen. Natürlich hatte ich ihn vorher quasi dazu eingeladen. Ich hatte ja fast schon auf seinem Schoß gesessen. Aber er hatte sich nicht darauf eingelassen. Er hatte nicht mehr verlangt oder versucht, das betrunkene Girl in seinen Wagen zu manipulieren. Und heute Morgen wollte er mich einfach nur noch loswerden. Ich stellte das Wasser ab und schüttelte den Kopf, um mich daran zu erinnern, dass ich wirklich keinen Grund hatte, beleidigt zu sein. Es war ja schließlich auch nicht so, dass ich mich nach ihm verzehrte. Nachdem ich mich abgetrocknet hatte, schlüpfte ich wieder in meinen Bademantel. Als ich den Duschvorhang zurückzog, stand Suzanne vor dem Spiegel und putzte sich die Zähne. »Hey du«, murmelte sie mit vollem Mund. »Hey, wie war dein Date?« Sie verdrehte die Augen und spuckte aus. »Super«, bis seine Ex mit ihrem neuen Freund reinspazierte und er nicht aufhören konnte, die beiden anzustarren, während des gesamten Essens. Wie sich herausstellte, ist er mit mir in ihr Lieblingsrestaurant gegangen. Tolle Idee, was? Auf dem Weg zur Tür sagte ich, »Was für ein Arsch«, sie nickte. »Ich hätte sicher mehr Spaß gehabt, wenn ich mit dir weggegangen wäre.« »Ich erinnere dich daran, wenn du das nächste Mal ein Date den Vorzug gibst«, rief ich und war schon halb aus der Tür raus. »Wart's ab«, rief sie mir hinterher. »Du wirst auch noch mal irgendwann deinen Abendplan für ein Date canceln.« Ich schnaubte. »Wieso sollte ich das jemals tun?« »Eines Tages wirst du das tun. Das weiß ich.
wenn du den richtigen gefunden hast. Ihre Worte klangen in mir nach, als ich über den Flur ging. Suzanne las eindeutig zu viele Liebesromane. Offenbar glaubte sie so langsam das, was sie da las. Ich schüttelte den Kopf, betrat mein Zimmer und zog mich schnell an. Dann föhnte ich mir die Haare, damit sich keine Eiszapfen bildeten, wenn ich gleich rausging. Ich hatte ein Ziel. Nur leicht geschminkt und die Haare minimal zurechtgemacht, schlüpfte ich in meine Winterjacke, schlang mir einen Schal um den Hals und schlüpfte in meine Axt. Es war immer noch so früh, dass kaum etwas los war. Ich machte mich auf den Weg zum Java-Hut, unserem Lieblingscafé, in der Hoffnung, dass das Koffein gegen meine Kopfschmerzen half. Kaum hatte ich den Laden betreten, fing mein Magen an zu knurren. Unter der Woche musste man Glück haben, hier einen Platz zu finden und schnell an die Reihe zu kommen. Aber im Moment war die Warteschlange ziemlich kurz, nur zwei Personen vor mir. Sie gehörten einer Studentenverbindung an, die man den griechischen Buchstaben auf ihrem Hinterteil entnehmen konnte. Einer der Jungs hinter der Theke entdeckte mich. »Hey, Emerson!« Ich kannte ihn. Letztes Semester hatte ich auf einer Party mit ihm rumgemacht. »Hey!« Schnell las ich das Namensschild. »Jeff.« Er nahm einen Becher und schrieb meinen Namen drauf. »Was bekommst du?« »Cappuccino.« Die Mädchen vor mir warfen mir einen unfreundlichen Blick zu, verständlicherweise, weil ich vor ihnen bedient wurde. Die Kassiererin sah die beiden entschuldigt an und tippte etwas ein, aber Jeff hielt ihre Hand fest. »Das geht auf mich«, murmelte er und zwinkerte mir zu. Seine Kollegin schüttelte den Kopf und wandte sich den beiden Mädchen zu. »Was bekommt ihr?« Sie bedachten mich mit einem letzten wütenden Blick, dann bestellten sie. Ich lächelte Jeff matt an. »Das war aber nicht nötig.« Ich wünschte mir, er hätte es gelassen. Es war mir eine Freude. Er zuckte mit den Schultern. »Das ist einer der Vorteile dieses Jobs. Man kann nette Mädchen zu einem Kaffee einladen.« »Danke«, sagte ich einfach nur. Alles andere war die Mühe nicht wert. »Und wie geht es dir?«, erkundigte er sich, als er die Milch für mein Getränk aufschäumte. »Hattest du schöne Weihnachtsferien?« »Ja, danke.« »Super, ich war Skifahren. Mein Onkel hat ein Häuschen in Vermont gekauft. Ist nur ein paar Stunden von hier. Ich darf jederzeit hin. Fährst du auch Ski? Dann können wir mal ein Wochenende zusammen rausfahren, bevor der Schnee weg ist. Ein Whirlpool gibt es auch.« Er zog vielgesalgen die Augenbrauen hoch, und ich wusste schon, was er sich vorstellte. »Ja, vielleicht.« »Cool, meine Nummer hast du noch?« »Hatte ich sie jemals?« Ich nickte. »Gut, dann hab keine Angst, sie zu wählen.« Er machte den Deckel auf meinen Cappuccino, beugte sich über den Tresen zu mir und stützte sich auf der Marmorplatte ab. »Du hast dich nicht zurückgemeldet, als ich dich neulich angerufen habe.« Ich nahm den Becher und fummelte ungeschickt mit der Manschette herum, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Die meisten Jungs waren zufrieden mit einer Affäre. Manchmal riefen sie mich an, aber sie beschwerten sich nie, dass ich sie nicht zurückrief. Er zwinkerte und hielt beide Hände hoch. »Hey, alles gut, ich melde mich später.« Ich lächelte und nickte. »Danke für den Cappuccino.« Ich drehte mich um und trank beim Weggehen einen großen Schluck. Eigentlich hatte ich auch einen Muffin bestellen wollen, doch auf keinen Fall würde ich mich jetzt nochmal an diesen Tresen begeben. Also verließ ich den Laden und machte mich stattdessen auf den Weg zur Kunstfakultät, während ich den Schal um mich wickelte. »M!« Ich entdeckte Georgia, die mit Harris im Schlepptau auf mich zulief. »Hey«, begrüßte ich sie. »Hi«, rief sie in ihrem breiten Alabama-Akzent. Ihre Wangen waren von der Kälte gerötet. »Was geht? Wohin willst du?« »Ich bin auf dem Weg ins Atelier, ein bisschen arbeiten.« Sie nickte. »Was hast du gestern Abend noch gemacht?« Ich zögerte. Das war jetzt eigentlich der Zeitpunkt, ihr zu erzählen, dass Annie mich im Stich gelassen hatte. Aber dann würde sie fragen, wie ich es nach Hause geschafft oder wo ich in der Nacht war. Deswegen meinte ich nur, ich war mit Annie unterwegs. Georgia verzog das Gesicht. Das verriet mir, was sie von Annie hielt. »Na dann hattet ihr sicher Spaß.« Harry musterte mich von oben bis unten und grinste verstohlen. Am liebsten hätte ich ihm einen Tritt versetzt. Ich wusste genau, dass er mich für eine Schlampe hielt, und ich konnte seine schmutzigen Gedanken lesen, als er mich ansah. Wahrscheinlich stellte er sich gerade vor, wie Annie und ich uns ein halbes Footballteam vornahmen. Dieser voreingenommene Mistkerl. Ich kapierte nicht, wieso Georgia das nicht auffiel.
Wahrscheinlich war sie verblendet durch die Tatsache, dass sie seit der 10. Klasse zusammen waren. Aber ich kannte solche Typen. Waren froh, eine hübsche Freundin zu haben, schauten sich aber immer noch andere Mädchen um. Mich glotzte Harrys immer anzüglich an. Ich hatte keine Beweise dafür, dass er Georgia betrog, aber ich wäre sehr überrascht, wenn er auf seiner Verbindungsparty ein Angebot ablehnen würde, wenn Georgia gerade mal nicht dabei war. Georgia stopfte die Hände in ihre Jackentaschen und wippte auf den Fersen. Und was machst du heute Abend? Ich zuckte die Achseln. Ich habe noch nichts vor. Peppa hat was von einer Party erzählt. Wir sind heute Abend bei diesem Dinner, Georgia. Hast du das schon vergessen? Fragte Harris. Sie neigte den Kopf und blickte ihn fragend an. Ach so? Bei einem Freund meines Vaters, der Präsident der First National Bank, du weißt schon. Ich hoffe, dass ich dort ein Praktikum machen kann. Oh. Enttäuscht ließ sie die Schultern hängen, ein Blick in ihr Gesicht, und ich wusste, dass sie darauf keine Lust hatte. Ich kann auch alleine hingehen, aber ich habe dir schon vor einem Monat davon erzählt, Georgia. Er machte eine Pause, um seinen Satz Nachdruck zu verleihen. Man erwartet von mir, dass ich eine Begleitung mitbringe. Sie nickte. Natürlich, ich komme mit. Ich habe es ja versprochen. Ich trank einen Schluck Cappuccino und fühlte mich wieder bestärkt in meiner Auffassung, dass es besser war, Single zu sein. Unwillkürlich fragte ich mich, wie lange Georgia diesen Idioten noch ertragen würde. Sie war jetzt schon 4 Jahre mit ihm zusammen, aber manche Gewohnheiten ließen sich eben nicht so leicht abschütteln. Ätzende Beziehungen inbegriffen. Georgia schaute mich an. Tut mir leid, aber vielleicht kannst du ja mit Pepper und Reese auf die Party gehen. Mal sehen, erwiderte ich. Könnte lustig werden. Pepper und Reese gingen nicht oft auf Partys. Meistens starrten sie einander verliebt an oder machten andere Sachen, vor denen ich lieber nichts wissen wollte, verständlicherweise. Komm jetzt, Georgia, es ist kalt, ich geh rein. Harris ließ ihre Hand los und betrat das Java-Hut. Ich beobachtete Georgia, die ihm hinterher sah. Sie sah aufgewühlt aus und runzelte die Stirn. Alles in Ordnung bei euch? Fragte ich. Sie wandte sich wieder mir zu. Ja, tut mir leid. Was tat ihr leid? Dass ihr Freund ein Arsch war? Ich zuckte mit den Achseln. Ich hatte ihr nicht vorzuschreiben, mit wem sie zusammen sein sollte und mit wem nicht. Das hatte ich einmal bei meiner eigenen Mutter versucht, und es war nicht allzu gut gelaufen. Harris ist nur gerade gestresst. Er hat eine wichtige Prüfung vor sich und er sucht noch eine Praktikumsstelle für den Sommer. Ich nickte, als wäre das eine Erklärung. Wollen wir morgen zusammen frühstücken? Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Vielleicht kommt Pepper ja auch mit. Es stimmte. Wir hatten lange nicht mehr zusammen gefrühstückt. Ich vermisste das. Vielleicht würde ich den beiden sogar von meiner Mutter erzählen, die mich zwingen wollte, auf Justins Hochzeit zu gehen. Aber dann müsstest du ihnen von Justin erzählen. Alleine von dem Gedanken wurde mir schlecht. Ich wollte nicht an diesen Wichser von Stiefbruder denken und erst recht nicht über ihn reden. Manche Dinge waren in der Vergangenheit besser aufgehoben. Ja, das wäre toll. Sie umarmte mich rasch, dann verschwand sie im Café. Ich lief mit schnellen Schritten über den Campus, voller Vorfreude auf das Atelier und die Leinwand und meine Arbeit, in der ich mich verlieren konnte. Nur beim Malen fühlte ich mich sicher. Nur dabei konnte ich meine Emotionen freien Lauf lassen und die Kontrolle abgeben.